Mahlzeit, Freunde, und willkommen bei Max Bishop, bei dem Typen, der Videos wie im Laufband fabriziert, weil irgendwie momentan nicht viel klappt. Jetzt habe ich Gordon eine Verstärkung hier, das klappt wahrscheinlich ein bisschen mehr. Wir sind gerade am Porsche 944 bei. Wir haben hier eine neue Lenkung, glaube ich. Ich habe eine Frau, die jetzt nach Hause geht. Geht los. Geht klar. Bestellung. Guck mal, kannst du die noch? Ja. Bestellungen sind abgearbeitet und die Kalender mache ich morgen, die restlichen 30. Genau. Also kann ich schon mal abschicken. Okay, hast du Kram. Vorne gesehen, das große? Ja, das habe ich da hingestellt. Okay. 29 Kilo, das war irgendwie vorbei. Ich mache mal einen Kaffee. Ja, Mann, gerne. Gut, ich gehe jetzt kurz zum Streuen. Das klingt gut, das klingt nach einem Abenteuer. Viel aber Spaß dabei. Das ist fertig, das muss morgen zur Post. Ja, was weißt du noch heute? Ja, du bringst es heute rein, musst du gucken, wie dir das passt, ne? Muss ich schauen, deswegen, wegen Hanna, oder vielleicht, ja, vielleicht heute Abend und morgen früh weg. Ich muss mal schauen. Viel nachher. Spaß bei deiner Kackarbeit. Ja, das ärgert echt, aber er läuft jetzt. Ja, ich hab's gehört. Ne, jetzt kommt die Motorlager neu und das Getriebe, Lenkgetriebe. Überhaupt keine Arbeit, so ein Lenkgetriebe. Hä? Arbeit aus. Ja. Richtige Männerhand. Ach, momentan habe ich echt, also das ist echt die Krise, ne? Weil das Ding hat ja nie. Dass du abends im Bett nicht liegen kannst und sagst, ich die Felgen! Ja. Dann aufspringst und los, wirst du so verkloppt. Nachts um 12. Und dann ging's weiter, ja. Später. Aber es geht nicht. Hast du die Felgen gesehen? Die sind nicht mal richtig trocken. Ja, jetzt noch nicht trocken. Hab ich nicht gesehen. Die liegen bei dir in der Gegend sogar. Das ist warm. Achso, ja, doch langlaufen bin ich, aber ich habe Licht aus. Na, okay, stimmt. Das könnte auch eng werden mit langlaufen dann mit Licht aus. Ich lieb dich, bis nachher. Also unser Plan ist heute übrigens hier, ich habe die gerade drin gefunden in dem Auto hier, im Handschuhfach, den habe ich schon mal als Lehrling da mal reingelegt. Hier, Werner Musik, GTA 3 Soundtrack, Silent Hunter, Flashback. Hier ist eine Lehre, wo kommen wir aus da, was ich mir da drauf ist, keine Ahnung. Hier V-Walk, Jan Hegeberg und was ist, und Opera, da ist auch ein Browser drauf. Opern, ach du Scheiße, das lassen wir mal stecken. Die habe ich, glaube ich, hab ich da reingeschmissen, wahrscheinlich da, wo ich so 18, 19 war. Wo ich so als Lehrling unterwegs war, mit der Gurke, mit roten Nummern dran und mich gefühlt habe wie der Boss. Ja, deswegen, ich habe schon einige, deswegen bin ich auch so hinterher in diesem Projekt. Deswegen machen wir das so zweit jetzt, weil ich will es ja irgendwie voneinander haben. Ja, unser Plan ist folgendes. Einmal sind die beiden Motorlager, also sind die beiden Lager, auf denen dieser Motor liegt. Nicht im Motor, sondern am Motor. Die sehen so aus. Sind total kaputt bei dem Auto. Da abgesagt, hatte mal ein gebrauchtes reingesetzt damals vom anderen Porsche, vom Teile Porsche, der im Außenlager steht, das war ja auch schon seit 10 Jahren oder so, und hat nichts gebracht. Der hat vibriert, wie es zum geht nicht mehr in. Wenn du rumsetzt, die ganze Karre, bist bekloppt. Deswegen habe ich mir entschieden, dass wir heute diese Motorlager tauschen. Das ist auch relativ easy, wie ich gesehen habe. Du kommst von hier hinten ran, von da ran und dann da auch genauso. Ist das schon mal raus, wir müssen abkühlen lassen, weil der Auspuff ist heiß, weil er gerade gelaufen hat, ganz kurz. Ja, wenn das fertig ist, dann geben wir an die Lenkung bei. Die kann ich mal eben kurz auspacken, auch so gucken, ob die da wirklich drin ist. Warte mal eben. So, gucken wir mal. Hier mein altes Kapitänsmesser, das gab es schon im Kanalweg. Das habe ich schon jahrelang nachgeschert. Die ist da wirklich drin. Was ist denn das hier? Ich stehe keinen Absender drauf, steht nur GMS drauf. Ja, super. Da kann ich voll viel mit anfangen. Hoffentlich ist da drin. Oh, ja. Ist da drin. Das war ein renommierter Porsche-Teilehändler. Übrigens, die kosten normalerweise so an die 700 Euro, diese Lenkgetriebe. Wenn du die kaufen willst. Ich will nicht für 500. Sind aber general überholt. Das ist das einzig Gebrauchte, wo keiner weiß, was damit ist. Ungetestet. Aber dafür kostet das so 200. Und ich hoffe, dass ich mit diesen 200 Euro Lenkgetriebe sozusagen die Scheiße voneinander kriege. Wo Gordons Dampf steht hier. Ich mache übrigens gerade Kaffee, Gordon, nicht wundern. Ach so. Gucken wir mal. Wie das hier unter so aussieht. Also haben die sehr, sehr gut eingepackt. Das ist ein richtiger Porsche-Teil dahinten. Also der richtig so nur Porsche macht, 911er-Teile macht und so richtig auf edel getrimmt, das Ding. Und ich hoffe, dass bei denen der Schrott, der hier ungetestet ist und keiner ist, dass der Schraub was anderes ist, wie wenn ich als Gurkenhändler so ein Lenkgetriebe verkaufen würde. Bei mir vom Dachboden, so, weißt du? Ich hoffe ein bisschen, dass das gut ist. Und mein dir, geht das schief? Keine Ahnung. Also meins ist defekt, das ich eingebaut habe, das leckt. Also wenn du das anmachst, fängt er an, aus dem Fahrtrichtung rechten Simmerring Öl zu pissen bis Mappen.
Da kannst du natürlich vergessen dann die Nummer. Ne? Also das brauchen wir nicht mehr probieren. Das ist am Arsch, das Teil. Ist auch schon seit über 10 Jahren am Arsch. Ich habe die Servo damals abgeklemmt als Jugendlicher, bin einfach so mitgefahren. Hab gesagt, oh geil, ich fahr Porsche. Ja, und jetzt tatsächlich, anstatt ihn auf normaler, einfach Zahnstangenlenkung umzubauen, weil ich habe noch eine mentale Porsche, habe ich gedacht, machen wir das Experiment, ob wir jetzt in diesen Porsche diese Lenkung eingebaut kriegen. Die neue. Also eine funktionierende Lenkung. Wird doch geil. Also das würde ja schon richtig was helfen, weil dann haben wir eine neue Servo und das ist cool. Und wenn das nicht klappen sollte, dann haben wir halt einen Porsche ohne Servo, weil dann müssen wir die aus einem anderen Porsche nehmen. Dann müssen wir mit der irgendwie haushalten. Aber ich glaube, dass die okay ist, weil ich nämlich nirgendwo hier an den Manschetten hier irgendwo Ölaustritt sehe. Und so groß geputzt ist das, glaube ich, auch nicht, das Lenkgetriebe. Auch Fülldorf, das ist sauberer als meins. Zahnradfabrik Friedrichshafen AG. Schwäbisch Gmünd. Müsste sein, sieht sogar aus wie bei dem Auto. Also Gordon, die Lenkung macht schon mal preis-leistungsmäßig einen sehr, sehr guten Eindruck. Sieht erstaunlich trocken aus, obwohl die haben sie mal gereinigt, schätze ich mal. Aber die Manschetten sehen nach sehr gut aus. Oh. Ich glaube, da ist der Schrott, der in unserer Karre drin ist, Alter, viel schlimmer. Krass, sieht wirklich gut aus. Alter, vielleicht, was ist es? Nachher ist er das, Mann. Nervige ist halt, was mich ein bisschen demotiviert ist. Mhm. Egal was für Tour, wir können keine Probefahrt machen, weil wir keine Reifen haben. Mhm. Das ist voll nervig. Mhm. Sieht gut aus, oder nicht? Mhm. Also ich finde, ich habe gedacht, da kam Schlimmeres mal raus. Für 200 Euro und die nächstbillige kostet über 500, ist sie in Ordnung. Aber anderweitig, ob die jetzt wirklich funktioniert, weiß keiner. Wie ist das Lenkung? Oh, die lenkt, Alter. Die lenkt. Die ist echt eine echte Lenkung. Ich weiß gar nicht, wie man die nullt, wenn man die einbaut. Die muss man ja irgendwie nullen, oder nicht? Alter, wir sollten vielleicht mal das mal googeln vorher, bevor wir die Scheiße in der Hand nehmen. Wir können schon mal alle Schrauben losmachen, aber erstmal die Motorlager machen, das sollten wir googeln, Alter. Sonst nicht, dass wir hier noch Scheiße haben und die Karre fährt um eine Ecke oder der biegt längst nicht weit genug ab wie rechts, weil ich will ja keine Achsmessung machen. Oh, hier ist ein bisschen Schleppöl dran. Das ist schon mal schlecht beim ganz rauslenken. Glaube ich. Was rumlenken. Hier ist noch Öl dran. Guck, du kannst ja 1000 Variationen reinstecken. Ah, ein bisschen Schiss habe ich schon. Lass uns erstmal Motorlager anfangen. Motorlager ist auf jeden Fall, ich glaube, nicht so speziell. Konter wahrscheinlich von oben, ne? Geht Auspufftemperatur? Ja, geht, ja. Ich glaube, du da am Brems hier, weißt du? Ja, ich weiß. Der Robbig am Morgen. Du eine Bimmel, Mann! So, müssen wir da nicht kommen. Motorlager ist nämlich lose, jetzt müssen wir den Motor einmal anheben, dass wir das andere Motorlager rausheben können, das neue da reinfummeln können. Die Sause hebt sich. Ah, heb mal weiter. Irgendwann. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er langsam. Mal gucken, wie wir hoch für den kriegen. Nee, er ist fest, der ist richtig fest. Also, er ist fest. Mach mal. Max, da geht nichts mehr. Man kriegt ihn nicht mehr runter. Und er ist am Anschlag. Warte mal. Ah. Ich glaube, der ist im Anschluss. Hast recht. Ja. Ja, der ist am Ende. Deswegen geht nichts mehr. Die Karre muss runter. Der geht genauso hoch wie mein anderer. Lass ihn ein bisschen abgeordnet. Gehst du kurz mal weg? Ein bisschen Deckung, weil er wird dann so reicht. War er nicht so scheiße hier sitzen. So, auf ein neues. Mal gucken, was jetzt passiert. Die Ölwanne muss das packen. Aber die sieht aber relativ stabil aus. Ah, komm, der hebt sich raus. Dick. Oh, Angst. Geht er schon raus oder muss er noch höher? Du musst noch höher, Alter. Warte. Da kriegst du ihn schon so rausgeknobelt. Nee.
nicht. Stell da mal den Scheibenwerfer auf für den nächsten Mutterlager-Scheiß. Ticken höher noch, oder? Ja, okay. Kleines bisschen geduldiger. Okay, ich bemühe mich, geduldiger zu sein. Oh, jetzt ist die Grenze, Alter. Mehr geht nicht. Mehr ist andere Mutterlager nicht weg. Die müssen wir beide lösen. Hast du einen Lemmy? Scheiße. Ja, das ist eine Wunde. Ich weiß nicht warum, das hat wieder wehgetan. Ey, weggewundet. Alter, kriegt er den Hund weg da. Scheiße. Ich weiß gar nicht, wie ich das früher gemacht hatte. Eins hätte ich ja gemacht. Aber wahrscheinlich das andere, was immer so ist. Das gedreht und dann. Wir sollten vielleicht beide lösen. Warte mal, kriegen wir den Ecken noch ein Stück? Warte mal. Ich halte ihn mal gegen hier. Den ganzen nee, Wagen. Ich heb das ganze Auto. Nee, das ist. Das ja. Packt er nicht vom Moor. Das andere Moorlager packt das nicht. Aber hier kommst du besser ran an dem hier. Das ist ja ziemlich gut. Hier ja, reicht. Hier sitzt er wieder. Ist da ein VW-Zeichen auf der Lenkung? Ich glaube ja. Ja, was denkst du? Nee, ZE. ZF. Da okay. Sogar das raufpassen. ZF geht noch. Oh, alles so abgeklebt und schön. Wo steht hier ZF? Naja, egal. Ich guck mal die ersten Reifen rüber, vielleicht habe ich einen trockenen. Sitzt der da jetzt? Immer der schön sitzt Hebel. Aber schief. Nee, der muss ja ganz anders. Was mache ich denn da? Oh, jetzt geht mal in der Kamera rutschen. Alter, halt. Der muss ja so. Nee, der liegt ja nee, drauf. Wir haben den so reingemacht? Nee, der muss den halt, alten der haben wir so den reingemacht? Genau, der muss mit Gewindeloch rein. Der muss doch allgemein. Wahrscheinlich müssen wir den Halter von dem Scheiß abbauen mit Pech. Oder wir machen nochmal das hier. Warte mal. Ich will mal gucken, ob ich ihn höher drücke. Zieh hier raus. Jo. Finger raus, bitte. Finger. Nein. Doch. Warte mal, bitte. Nee, geht nicht. Alles klar. Mach, was du machen wolltest. Genau, ich will nur gucken, ob ich den vielleicht hier höher hebeln kann, den Motor an der Seite hier. Aber was bringt uns das? Dass der Motor vielleicht aus so einer Halterung rausfällt. Nein. Er bewegt sich null. Der muss noch höher, der Motor. Der ist noch so tief. Hilft alles nichts. Der ist viel zu tief. Das Ding ist zu groß. Das ist das Ding. Er ist halt höher, ne? Bei den anderen schiebe ich dir so rein. Wetten? Wetten ja, der andere ist ja auch kaputt. Deswegen ist er ja so. Nee. Finger ist er zusammengefallen. Der ist ja kaputt, der ist mit Öl gefüllt, das ist alles da raus. Max, guck mal. Jo. Hä? Sieht das nicht schon anders aus für dich? Ja. Hä? Guck mal. Das ist doch ein ganz anderer Halter. Ja. Ich bin doch, der ist höher. Das ist okay. Doch ganz anders. Das ganze Ding ist doch hier ganz anders angebaut. Umgebaut. Guck mal, das ist doch ganz anders. Das ist doch ganz anders. Ja, das Problem ist, das hier ist mit Öl gefüllt, eigentlich das Lager. Das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich noch ein bisschen weiter höher. Mhm. Das hat sich, glaube ich, geändert. Das war mal so, glaube ich. Weiß ich aber nicht. Glaube ich nicht. Da müsste der... Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, das sind die Verkehrten, oder? Aber... Dann ist das baugleich. Hä? Das ist ja baugleich, wenn du so guckst. Das ist das gleiche Ding. Ah, guck mal. Eigentlich müsste diese Erhöhung müsste weg. Da liegt dann so eine Nut drin, nachher, wahrscheinlich. Und wo ist die hier? Ja, die gibt's doch wahrscheinlich nicht mehr. Oh, da liegt ja noch drin. Kann auch sein, glaube ich aber nicht. Warte mal. Ist da irgendwas drin? Nee, ne? Nee, ich fühle da nichts. Nee. Nee, hier ist das Gewinde. Nee. Hier ist die Platte. Da ist das Teil da. Das war's. Ah, wie machen wir das? Das ist eine gute Frage. So. Ich kann eine typische Max nochmal. Ich werde den Motor hier vorne anheben. Mal gucken, was der sagt. Achtung, lass die Kerle jetzt ab. Weiter. Halt. Hebt ab. Liegt auf dem Motor jetzt drauf, ne? Hebt auch ab. Wie hoch kommen wir jetzt? Gleiche Höhe oder höher? Die gleiche Höhe, ne? Ja. Das ist das Maximale, was wir rausholen können. Es bewegt sich nicht weiter. Dann haben wir noch eine Möglichkeit. Wir können nur den Halter abschrauben. Und dann wieder anbauen danach. Was für ein Halter? Diesen hier, die, guck mal, die sind geschraubt. Aha. Am Motorblock. Dingsen halt, das ist eine scheiß Lösung, weil das eine scheiß Arbeit ist. Nee,
Was fehlt denn da noch? Der liegt jetzt hier im Loch drin, ne? Ja. Das sind doch die heißen Lager. Ja. Es gibt immer noch die Lager. Das ist das Problem. Aber ich weiß ja immer alles besser. Das ist ja. Ja, das weißt du in dem Fall, denke ich mal, auch besser. Du hast dich schon dran gewöhnt. Aber du kennst ja meinen Sturkopf. Das wird so lange gewürgt, bis es da irgendwie reinpasst. Wie heißt der Porsche? 44, ne? 44, ja. Was werden noch machen? Hat der oben? Das haben wir in Achsdreher gelöst. Und das muss einer hebeln und der andere fummeln. Und dann müssten wir eigentlich die neuen Mohrlager auf beiden Seiten so reingedrückt kriegen. Das funktioniert. Das ist der Plan. Ja, oh, guck mal, wie ich hier raus will jetzt. Das Problem ist schon. Noch, oder? Ich schau mal, wie lang die Schrauben sind. Die sind ja so mega lange, man kann die nicht tief hängen lassen. Ja, mal einmal rausdrücken. Richtig verkorn. Die, da fallen sie raus. Ja. Ja, ja. So zwei, drei Windungen hätte ich ein Geld drin. Ja. Ja. Machen wir hier auch nochmal. Bis sie sich schräg stellt und wir die Scheiße nicht wieder festkriegen nachher. Das ist ein Präzisionsfahrzeug, ein Sportwagen. Ich dachte, der Spanngurt, den wir da am Anfang angetüdelt haben, der ist wild. Das ist schon Next Level wild hier wieder. Was? Ich sehe doch nicht, wo das Loch da ist. Das läuft. Soll ich? Nee. Sehen, das kann ich ganz gut. Alter, das ist der Weg. Genau, dreh dir mit dem Gummi zu dem Armgummi hin. Kriegst du rein, musst du ihn reinschlagen oder kommt der so? Weiß nicht. Er sitzt jetzt auf jeden Fall drin, so muss er, oder nicht? Ja, so einer weiter geht er nicht rein. Das ist schon mal ein schlechtes Zeichen. Aber die Schraube ist dran. Kannst du ihn nochmal auf Spannung halten so? Wen? Den hier, damit ich mal rüber gucken kann. Ja. Weil, wenn das jetzt nicht passen sollte, dann ist deine Theorie wahr. Meine Theorie ist, dass er nicht der richtige Halter ist. Nee, der richtige Halter ist, nicht die Mohrlager ist. Genau. Weil er nicht ganz unten reinfällt, ne? Genau, aber er passt. Der sitzt. Eigentlich nicht, aber. Doch! Ja. Hat es Leben. Ich bin hier gegenhauen mit dem Mohr. Hast du gesehen, was für Reflexe? Alter, das hab ich ja schon wieder Angst vor mir selber. Das holt ihr bei der Kamera ins Intro. Oh! Alter. Wow, Alter, was für Reflexe. Content läuft hier, wollen wir gleich den Scheiß drüben auch nochmal. Und dann haben wir das hoffentlich drin und dann hoffentlich hält der Scheiß dann. Das wollte ich so, muss ich drüben nochmal machen. Wir gucken gleich mal, gehen wir mal einen Porsche 49 Lenkung tauschen. Also die Handschuhe können wir ohne Probleme so abmachen, die ist egal, wie rum wir die setzen. Du kannst den Lenker hier auch umdrehen. Ja, komm. Kommt doppelt, kommt dreifach, kommt sechsfach. Das ist so verkante. Ja. Boah, da kann man sich böse klemmen. Ja, ganz böse. Der Schwede. Krass, wie viel Dampf da drauf ist, so eine Lenkung, ne? Ja. Kommt. Ja, ist runter. Fast. Da kommt Baby. Ha! Oh. Ausgelenkt. Ja. Geil, wieder ein Ding weiter. Guck mal hier. Hier passt er nachher so rein an dem hier. Geil. Das ist schön. Um Lenkung selber, Gordon, sind nur vier Schrauben. Ich weiß nicht, wie viele Anschlüsse wir haben. Ich glaube auch nur einen. Dann haben wir das Geröffel weg. Guck mal, hier sind unten sind die, die Anschlüsse für die. Guck mal, hier sind zwei Anschlüsse. Aber was hängt da dran? Vor-Rücklauf? Müsste ja eigentlich. Mhm. Von der Pumpe. Mhm. Nee, Vor-Rücklauf, einmal in die Pumpe, einmal im Behälter. Wenn man logisch denkt. Ja, eigentlich so, ne? Scheiße, Alter. Ich hab wegen meiner Rückenscheiße keine Arbeitsschuhe angezogen, ne? Fällt mir der Original runter auf den Zeh, ne? Genau auf den Onkel. Auf den Großen, Alter. Oh, das tut weh, Mann, Junge. Aber wir sind selber schuld, voll blöd halt. So, hier. Das ist ein selber schuld, Ding.
Guck mal, es geht dann da, wo geht denn die andere Leitung hin? Die habe ich ja schon abgemacht, die eine, die hier. Das ist ja die, die zu Dingsen geht, zur Servolenkung geht. Da müssen wir mal gucken, ob die Spurstandkörper vielleicht abkriegen. Wie scheiße immer sowas hier. Komm, wir können da, können wir was verkehrt machen? Nein. Weißt du, pass mal auf, weißt du, warum wir das verkehrt machen können? Weil wir müssen die Spurstandkörper nur genau so einsetzen mit der Umdrehung wie hier. Da können wir die so einbauen, Plug and Play. Muss die gleich sein. Wenn wir die hier rausdrehen, später, die Spurstangen, wollen wir die raus haben, die Lenkung. Und die genau mit der gleichen Umdrehung wie die anderen wieder einbauen. Dann brauchen wir nichts verändern. Die geht da Plug and Play rein. Ja. Oder sicher ist falsch. Guck mal, die drehen wir ja hier rein. Hier in die Dinger. Das geht. Müssen wir ja reindrehen, das ist ein Gewinde. Wir können ja auch messen, wie lange das genau, ist. Genau. Wir ziehen die Umdrehung, messen das Gewinde, schreiben uns das 100 Mal auf, schmeißen die Lampe runter. Das geht. Wir müssen das halt auch machen. Genau, müssen wir halt machen. Lass mal gucken, ob wir die Spurstandkörper abkriegen. Ah. Kommt nicht. Der wird jetzt ein bisschen anders drauf. Das ist nochmal das Übliche. Du suchst einen größeren Hammer. Was suchst du? Nein, ich weiß nicht, was ich suche. Das sind die Größen, die ich habe. Ich habe Angst, dass ich das Gewinde platt mache. Oder das Ding hier. Ja, das ist scheiße. Ha! Von selber. Klonk, raus ist er. Perfekt. Ich würde mal sagen, Gordon, bisher läuft das ganz gut, ne, die Nummer. Ich bin begeistert. Ich auch, also wirklich jetzt. Das läuft besser, als ich dachte. Scheiße, ich will da raus. Genau, kann den nämlich komplett frei. Dann können wir nicht beide nämlich da lenken, beide weglenken. Und dann können wir mal gucken, dass wir die Lenkung selber losschrauben. 13er Verlängerung ist das. Den halten, oder? Den kannst den halten und dann würde ich sagen, nehme ich einen Schraubenzieher. Warte, nehme ich einen Schlüssel. Und mach hier rein, ne? Genau. Ha, ha, ha. Nein. Nee, das geht nicht. Das war ich auch schon von Gedanken her. Ja. Ich bin mit dem Gedanken eher, dass ich den hier reinstecke. Nee. Gegenhalte. Was? Du drehst. Nee. Wieso? Hä? Und jetzt drehst? Max, wir müssen das hier abschrauben. Ja, okay. Gut. Okay, einigen wir uns. Hier ist was, das kann so bleiben. Ich glaube, das ist hier einfach nur reingeschraubt und hat einen. Der steckt hier drin. Siehst du mit der anderen Lenkung, ja. Ja. Ja, aber wir müssen den ja irgendwie halten und den abkriegen. Weißt du, wie ich meine? Das hier ist ein Kugelkopf und das hier ist ja fest. Ja, ne? Genau. Okay, gut. Jetzt bin ich auf dem richtigen. Hier könnt ihr eventuell. Warte? Hier könnt ihr eventuell einen Schlüssel drauf kommen. Oder ich stell mich drauf. Siehst du das hier? Guck. Ja, oder ich stell mich drauf. Passt auch nicht. Ja, versuch mal. Aha, warte, so. Ja. Hat auch nicht ganz. So. Jetzt muss ich den nach oben ziehen, richtig? Ja, ich glaube, links ist oben ist richtig. Sicher? Mach dir mal einen Schraubstock rein, würde ich sagen. Sicher nach oben? Schraubstock, Alter. Mach nochmal, stell nochmal bitte rauf. Ja. Na, mach egal. Ja, komm, lass. Schraubstock rein, die ganze Lenkung. Du hast recht. Die ist selber ja eh im Arsch. Wie ist es denn, dass du die hier Gewindedinger zählst? Obwohl, ist eigentlich egal, ne? Da kannst du auch einstellen, glaube ich. Du kannst die außen einstellen und innen einstellen. Aber wie mache ich die jetzt im Schraubstock? Das ist eine andere Frage. Jetzt kommt das, wie es immer kommt. Wie ihr seht. Seht ihr? Wir haben die falsche Lenkung, Alter. Guck mal, der ist hier länger. Ne? Das ist auch 944, denke ich mal. Aber wahrscheinlich Phase 2. S2, 968. So ein Ding ist das, Alter. Also es wird immer Servolenkung. Die können wir uns. 968, die gibt es auch noch. Ja, das ist gleiche Plattform. Das kann sonst was sein, Alter. Also ich würde sagen, das Projekt läuft genauso weiter wie bisher gelaufen. Aber scheiße. Das Projekt hat sich gerade in ein Pro verwandelt. Nee, das Projekt. Weißt du, wie das weitergeht mit dem Projekt jetzt? Na? Wir können uns unser Werkzeug einsammeln, zum Außenlager fahren, den anderen Porsche anschlachten. Nachteil ist, wir haben da keine Bühne. Wir können nur die Länge von dem anderen nehmen. Und dann haben wir auch keine Servo mehr. Der andere hat keine Servo. Naja, gut, vom Einbau her sogar besser, ne? Aber ärgerlich.
Scheiße. Ja, wieder was umgebaut auf Non-Servo. Weil noch eine Servolenkung kaufe ich jetzt nicht, weil das war die einzig bezahlbare. Und das war mir die falsche. War klar. War auch keine Nummer bei, ne? Aber hier ist das sowieso. Guck mal, die hat ja kein Typenschild. Die hier hat ein Typenschild. Guck. Da. Und da wird ein neuer, da wird ein anderer 49 sein. Da wird der. Sagt ihr, wie das andere Modell ist das? Das ist der neuere. Oh, der S2 oder irgendwas. So ein Ding wird das sein. Wie spät ist das jetzt? Hätten wir anderthalb Stunden. Meinst du, schaffen das in der zweiten Lenkung auch so bei den anderen? Wollen wir damit anfangen? Weil der Wagen so auf der Bühne hilft, wir können jetzt ja nicht mal auf. Zurück kommen wir ja nicht mehr. Weißt du, was ich meine? Wir sind ja schon drin. Was zurück. Das ist der andere Porsche nicht mal ein Lenkrad. Den können wir ja nicht mal hierher ziehen oder irgendwas. Jetzt ziehen wir ihn hierher mit einem Gurkenträger, weißt du, und schmeißen ihn bei dir auf der Bühne. Aber er hat ja kein Lenkrad mehr. Der ist komplett out of order. Das ist die einzige Möglichkeit, Mann. Die vom Teilträger zu nehmen. Anderes fällt mir nicht ein. Naja, irgendwas ist immer. War ja klar, ich hab nur auf die hier aufs Buschhaft gewartet. Da ist sie. Scheiße. Naja. Because of 200 Euro weg. Ja, Mann, mein einziges. Geh aus dem Weg, Lampe. Dürfen wir nicht über nachdenken. Dürfen wir nicht über nachdenken, Mann. Leuchtet noch so blöd, die Lampe. Da kann Servopumpe, kann alles ab. Brauchen wir nicht mehr. Scheiße. Mann, Alter. Das hat eigentlich so gut geklappt. Alter, hat so schön funktioniert, ne? Der Ausbau, alles. Und die wäre ja auch schön gewesen, die Lenkung hier. Sieht doch fast genauso aus, wenn man so guckt, ne? Ja. Ich habe mich nur gewundert, warum das hier aus Aluguss ist, am Anfang schon. Weißt du, was mein erster Gedanke ist? Das sieht anders aus. Ne? Ja. Ich habe mich auch gewundert, das habe ich nicht gesehen tatsächlich, aber das ist ja eigentlich, die können wir da so reinschrauben. Guck mal, die verkleiden die Dinger, die Verschraubungen sind gleich. Das ist Porsche 944. Nur nicht der Porsche 944. Was ist ein Scheiß. Ja, egal, hilft uns alles nichts, Gordon. Hilft uns echt alles nichts. Können wir jetzt fluchen und schreien und tüdeln, wie wir wollen, das hilft uns, das Lenkung ist trotzdem im Arsch. Das Falsche. Eine Stunde habe ich noch, oder haben wir noch, Gordon und ich. Also Gordon ist ja länger da, aber ich nicht. Das heißt, wir fahren jetzt im Außenlager, also gleich um die Ecke hier, und bauen die Scheiße auseinander. Das hilft ja alles nicht. Das, was ich meine, hilft ja wirklich alles nicht. Mobile Werkstatt, to go. Angekommen im Außenlager. Sind wir gerade dabei, den Porsche zu präparieren, dass er auch stimmt. Kannst du andersrum hinstellen. Wollte ich gerade sagen. Oh. Hast du alles oben? Das Anschlag. Hast du? Echt? Mehr geht nicht. Läuft. Nee, läuft nicht. Läuft nicht. Aber den habe ich aber noch mal. Geht ja nicht. Geht, doch, ich weiß schon wie. Glaube ich. Schräg. Ich bin mir Nase. Guck. Alter, ist der gut von unten, der Wagen. Guck, wie gut der ist. Das ist ein Top-Auto. Siehst du das? Ja, aber, ja. Der ist fast besser als der andere. Boah, weiß nicht, ne? Weiß nicht, würde ich jetzt nicht retten, ne? Aber der sieht super aus, ne? Ja, guck mal, Lenkung. Lenkung haben wir doch hier, das ist ein Motorlager. Holzklotzding, was ich erzählt habe. Firma reingelegt. Hast du tatsächlich so gemacht? Ja. Ja, ich weiß ja, dass du wieder eine Scheiße. Guck mal, hier können wir die Schraube. Oh, die sieht hart aus, die Schraube. Da oben die. Ja, wir machen die untere Schraube ab, oder? Hä? Ja. Ja. Genau, untere. Nee, oder? Nee. Diese doch. Hier, das ist doch nur eine. Das ist richtig, ja, genau. Wir müssen ab. Dann haben wir hier die vier Schrauben und wir haben die Spurscheinkörbe. Ja. Oh, das ist ja überlebt. Alter, die sieht gar nicht mal so scheiße. Wenn wir die einigermaßen rauskriegen, ist super. Will ich auch so. Wenn das klappt. Könnte vielleicht ein Problem geben, weil wir halt die Räder nicht lenken können. Ja. Wir müssen die Räder lenken, um die anderen auszubauen. Ja, ja. Wollen wir aber erstmal sehen. Vielleicht kriegen wir das ja doch mal. Auf jeden Fall ist das eine ohne Servo-Lenkung. Siehst du, das keine Servoleitung dran?
kenne sehr, wo Pumpe ist, wo der Halter, guck. Ja. Aber andererseits, wenn wir die hier abflexen oder so, ne? Ja. Dann haben wir das, dann brauchen wir die auch nicht einschlagen. Dann wird das, guck mal, wie viel weniger das dann wird. Ja, wollen wir die? Die fällt dann so runter. Wollen wir die denn einflexen? Abflexen oder wollen wir die mitnehmen? Wir werden versuchen, die rauszubauen. Ja, und wenn das nicht geht, flexen wir die ab. Genau. Wir werden auf jeden Fall versuchen, die rauszubauen, Heide. Also, Alter, der Motor ist auch trocken, guck mal. Der ist gar nicht mal so schlecht, der Wagen. Ich bin gegen Willen beeindruckt. Ja, ich auch. Es sieht gut aus. Aber ich habe diesen Wagen noch nie fahren sehen. Und ich kenne den Wagen schon seit locker 20 Jahren. So. Also, voll, auch schon mal vorher bei uns war. Ist ein Porsche, ne? Ja. Aber jetzt genug gestaunt. Ja, komm, wir gehen. Komm, da. Ja, hast recht. Sonst bin ich nicht fertig. Aber mein Arsch ist besser geworden, Alter. Junge, gestern war er voll im Arsch und jetzt ist er am Arsch. Was geht jetzt? Ja. Boing. Passt die Schraube hier, was meinst du? Das müsste passen, ne? Wie wild dick ist die Leiche, ne? Dann lass sie abflexen, die Scheiße. Nein, nein. Du kannst sie nicht ausholen, keine Chance. Leck, lass mich mal. Okay. Weil wir müssen die ja eh ausbauen, wegen der Achsvermessung, weißt du? Müssen wir die alten Lenkstangen da reinbasteln. Die Leiche scheiße ist. Wer weiß. Du meinst, du kannst so reinbasteln, Porsche ist Porsche. Fährt auch gerade aus? Ja. Naja, eigentlich schon, ein lecker Auto, ne? Oh, du kannst aber schlecht ausholen. Teil, kannst du überhaupt nicht ausholen. Lass es abflexen, aufgrund der Einfachheit des Halbplatz. Wenn wir eine Stunde geregelt haben wollen, in einer halben Stunde, dann würde ich eher sagen, flexen. Kopf ab. Kannst vergessen, Alter. Da müssen die Räder verab. Dann vielleicht. Ich habe da so ein kreiselndes Ding, was Funken sprüht. Ja, drüben auch ab. Klar, weg damit. Ist jetzt so. Sonst können wir mit dem Zeitplan nicht hin, Alter. Sonst liegen wir einen halben Tag hier unter. Tja, das war ja klar. Das ist immer so. Wäre einfach, wenn es einfach wäre. Der wird das Problem. Das ist das Einzige, wovor ich ein bisschen Schiss hatte. Weißt du? Und dann mal zusammenbauen mit dem anderen wieder. Dieses Scheißding. Nee. Teppich noch mitnehmen. Den brauchen wir ja wieder im Übergang zum Museum. Schmeißen ja nichts weg. Ich vorstellen, Freunde. Eine Lenkung. Ohne Servo. Aber original ohne Servo. Der andere ist halt Servo und dann, weißt du, dann ohne Servo klingt er viel schwerer. Das ist das Problem, deswegen müssen wir das halt so machen. Jetzt ist die Besetzung halt anders. Gibt's auch keinen Tipp sonst. Du musst auch alles ausbauen, damit sie auf der Servo hinweisen. Alles. Und dann sind wir im legalen Bereich. Weil so wird der Wagen auch ausgeliefert. Also nicht komplett, nicht dieser, aber an sich. Ich will darüber nicht reden. Es ist anders, Alter. Ich Idiot flex den Scheiß da noch ab. Ah, passt gar nicht. Kann man gar nicht ansetzen. Ja, der ist ja der andere, genau. Ist anders. Bei der Lenkung ist er reingeschraubt, bei der anderen nicht. Ach, fuck, ey. Ich will mal kurz gucken, ob ich es bestellen kann, okay? Dann kriegen wir das bis morgen früh dann wenigstens. Am morgen früh finde ich viel. Morgen früh ist schon Käfertag. Na gut, da finde ich das wesentlich, wenn der Porsche auf der Bühne steht.
Alter, dieses Projekt. Und ich Idiot, Alter. Wie kann man so blöd sein? Ey, das ist echt blöd. Das ist schon hardcore blöd. Weißt du, sind die einfach anders. Hätten die scheiß Spurstammköpfe irgendwie ab... Oh. Fluch, Alter. Der Fluch dieses scheiß Porsches. Ich kann wetten, die kosten jetzt 200 Euro. So viel wie die Lenkung, die ich schon sonst gekauft habe. Alter, fuck, ey. Mann. Ich muss mich beeilen. Wir haben schon 23 und um 30 muss ich los für Hannas Geburtstag. Soll ich mal was von Lehrgeld bezahlen erzählen? Ach, Alter. Die Dinger kann man kaufen, neu. Diese Spurstangen. Die kosten mit Servolenkung 50 Euro. Ohne Servolenkung 170. Oh, oh, oh. Ich bin so eine Pfeife, Alter. Nie mehr wieder mutwillig irgendwas bei einem Porsche durchflexen. Nie wieder, Alter. Nie. Also vier von bestellt, fast aus Versehen. Oh, die lachen mich doch 1200 wie am Arsch lenken. Nee, weniger. Zwei. Alter, ich bin so eine Pfeife. Wo kommt der Scheiß an? Alternative suchen gibt's nicht. Es gibt nur diese eine Lenkstange für ohne Servolenkung. Super. Hätte ich das mal gewusst, Alter, wäre ich jetzt schon Millionär für ohne Servolenkung. Ich hab noch einen Schlachter gehabt, aber da wäre die Lenkung noch drin. Der hat nicht ausgebaut. Nee, hat nicht ausgebaut. Scheiße. Oh, jetzt tut's weh. Ich habe jetzt für über 300 Flocken zwei Lenkstangen bestellt. Jetzt ist das Projekt bei irgendwas über 1000 Euro. Plus 7 Tage Arbeit. Super. Aber, jetzt könnt ihr mir gerne in den Kommentar schreiben, dass ich dämlich bin. Das war auf jeden Fall hartes Lehrgeld. Nie wieder. Ich schwöre euch. Nie wieder. Oh, Alter, nein. Nie. Niemals, ey. Ich krieg das Kotzen. Ein bisschen auflassen, muss ich aktualisieren in etwa. Scheiße, ey. Komplett. Ich habe heute ein bisschen Schrott verkauft. Für ein Honey oder so. Ne? Muss ich ein bisschen was drauflegen. Oh Mann, ey. Gordon? Die alten Lenkstangen können wir nicht schweißen. Ich kann mal so schweißen, die Dinger notfalls. Ne? Aber das wäre ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Also, du kannst auch keine Lenkstangen schmeißen. Geht nur so. Ich habe zwei von bestellt. Kann man nagelneu kaufen. Und? Willst du es wissen? Ja. Pass auf. Für Servolenkung kosten die Dinger 60 Euro das Stück. Das Stück. Okay, ich bin noch nicht fertig. Was denkst du, was die für hier für ohne Servolenkung kosten? Also von der Logik her wären dann billiger eigentlich. Ja. Glaube ich, wenn du schon so fragst, eigentlich nicht. Dasselbe wäre, glaube ich, auch nicht. 80? 171. Eine. Pro Stück. Oh. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Habe ich gerade bestellt. Ja. 171 Euro. 100? Ja. Hier, das ist hier. Dieses Porsche. Weißt du, das ist dieses... Das macht Porsche aus. Die machen dich arm, die Jungs. Naja, warum kosten denn die anderen dann nur so... Wo sind da die... Ach, Scheiße. Ja, die Kleinen im Reinschrauben, die kosten... Wir sagen, die kosten nicht nix, aber die kosten deutlich weniger. Habe ich jetzt bestellt, diese kompletten Teile hier. Da muss man... Verschlimmert wird auch, dann haben wir das eingebaut. Aber auch mit Spurstammköpfe, alles, ne? Komplett. Deutlich weniger als ein Drittel, ne? Ja. Das ist schon deutlich. Ja. Hätte man fast zusammenschweißen können. Aber geht's knapp für die Nummer. Das kannst du nicht bringen. Ja, nicht in der Lenkung. Eine Lenkung ist nicht. Nee, ist nicht so geil. Da ist alten Senna gestorben, das sollte man sein lassen. Ja, stimmt. Weißt du, wenn das jetzt hier so ein Stabi-Ding wäre oder so, schön und gut, aber nicht so was. Ah, fuck, Alter. Naja, egal. Das heißt, man kann das nur noch vorbereiten hier alles. Servopumpe, Behälter, alles raus. Motorlager kann da rein, schon rein. Ey, man kann doch die Lenkung schon einbauen, oder nicht? Gordon. Mhm. Ich schätze, die kriegt man auch so reingeschraubt. Kannst du mal machen? Ich hoffe, ja, das geht.
Kannst du die ja mal lösen, die Geschichte? Ich muss jetzt mal los, Hanna tüdeln da. Hannas Geburtstag tüdeln. Es kann sein, dass ich eventuell eine Stunde früher heute abhaue. Ja. Ich hab einen Helm, Alter. Ich habe so eine Kopfschmerzen. Was ist denn, wenn ich meine Augen bewege, tut das voll weh. Kenne ich. Nur wenn ich sie bewege. Willst du eine Ibo haben oder so? Nee, keine Tabletten. Da müsste ich jetzt auch noch was essen. Ibuprofen übertrage ich nicht. Ja, das ist schon. Die Zeit halte ich noch aus. Okay, da geht klar. Das passt schon. Aber nur, ich mache erstmal weiter. Gut. Dann kann das da schon mal zusammen. Mhm. Dann kann der Wesen das schon mal locker, dass man das lösen kann. Wenn wir die neue Scheiße kriegen, ne? Mhm. Weißt du, und dann hier. Ja, kann die Pumpe alles raus, die ganze Scheiße, kann alles weg. Aber wenn wir die Lenkung drin haben, ja. Wenn die Lenkung wieder drin sitzt, dann kann ja auch das andere Motorlager wieder rein. Ne? Das Motorlager kann auch rein. Kannst du so ziemlich direkt, also wenn die Zahnstange drin steckt, kannst du das einbauen. Will ja nicht rumunken, ne? Aber ich weiß nicht, ob das passt, Max. Das Motorlager. Ich bin sicher, dass das da so richtig reinrutscht. Guck mal oben, das gehört ja auch noch in diese Halbmondhalterung da rein. Meinst du, das wird was? Und guck mal, wie die Schrauben da. Ich versuch's gerne, ne? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es passt. Das kommt mir irgendwie so anders vor. Der hat aber so eine Nupe, wo er drin liegt, Alter, hier. Ja. Das ist so eine Erhöhung. Die hat er. Wenn ich das jetzt hoch... Okay, das geht nicht. Ah, nee, der hängt ja auch hier unter diesem Ding. Okay. Ja, ich versuch's. Genau. Ne? Gut, ich verschwinde, dann komme ich mit dem Hanna, ne? Das hier kommt ja alles weg. Das kann alles weg. Was mit Servo zu tun hat, muss unwiderruflich raus. Kann raus, ja. Vorbei mit Servo. Jetzt haben wir gerade 300 Euro in eine Nicht-Servo-Lenkung investiert. Hätte ich vorher gewusst. Ja. Alter, guck mal, 300 plus 200 sind eine neue Servo-Lenkung für den Porsche, eine regenerierte. Eine komplette. Aber gut, checkst du nicht drin. Die müssen wir auf den Markt feuern, wir die Scheiße hier, diese hier. Sind wir auch einen Käufer für. So, Freunde, dafür das Video mit einem traurigen Ende. Eigentlich nur, weil ich wieder zu viel auf schnell gemacht habe. Weißt du? Wegen der Zeit. Ja. Hey, du musst das halt noch lernen. Weißt du, dieses... Das musst du echt noch lernen. Aber dann... Das Abflexen passt doch eh so, ne? Denkst du? Ja, das müssen wir... Ich hätte das ja auch sehen können. Das müssen wir beide lernen. Aber dieses schnell, das ist bei mir ja auch manchmal so. Ja. Und das ist bei mir genauso scheiße. Das ist auch nicht gut. Da stehen wir uns voll im Weg mit manchmal. Ja, in dem Fall auf jeden Fall. Ja. Manchmal ist es ja super, weil wir machen dann halt und stehen nicht lange rum. Habe ich gerade schon ein Video gesagt, das war Lehrgeld. Ja, das war dumm. Das war teures Lehrgeld. Ja, 170, das muss... Pro Stück. Also zwei Stück. Die sind beide baugleich, die beiden hier. Dieser hier, der hier und der hier. Die kannst du beide zusammen ganz gleich bestellen. Aber ohne Manschetten oder so, ne? Nur diese scheiß Stange. Ja. Die Manschetten gehen ja so ein Lücken noch von dem Ding. Jetzt können wir ein Porsche Servolenkungsfachgeschäft aufmachen. Egal, Hauptsache die Kiste läuft bald. Alter, was ein Scheiß. Okay, Hände waschen, hau ab, ne? Weißt Bescheid, Mann. Was für ein scheiß Projekt, Alter. Da hab ich mal auf was angelacht. Und ich sag noch, ich wollte noch so, weißt du, so diese Zeit zwischen Weihnachten und Silvester was anderes machen. Ich sehe mich schon unter der Karre kleben da. Also ein anderes Autoprojekt machen, für mich selber. Was für die MZ wollte ich dann machen. Alter Schwede, das kann man werden. Gut, Freunde, ich gehe zum Kindergeburtstag. Heute Abend gibt es ein bisschen weniger zu essen. Heute gehen wir Michi und ich nicht so gut essen, wir gehen nur so halb gut essen. Ich muss das Geld wieder reinholen. Bekloppt, Alter, bekloppt. Egal. Danke euch und danke, dass ihr diesem Drama folgt. Tötet mich nicht so sehr in den Kommentaren. Da war ich blöde. Ich habe einfach nicht nachgedacht. Ist alles derselbe Scheiß, dachte ich. Gut, wir kommen neben, zack, ab und rüber damit. Hatten wir die Scheiße. Gut, wir haben ja schon die Woche in der Halle da am Tüdeln und unter dem Auto liegen und diese Lenkung da abbauen, aber dann wäre es gut gewesen. Und ich hätte 300 Euro gespart. Porsche! Übrigens habe ich die extra bei neu bestellt, bei Governor und so, damit ich die morgen kriege oder morgen Abend oder Nachmittag oder so. Weil, wenn ich die jetzt in eBay bestellt hätte, dann würde es ein bisschen lange dauern. Das ist meine Ungeduld. Kann wenn ich immer Gebrauch wahrscheinlich für 90 Euro oder so. Egal, Freunde, haut rein. Munter!